Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. Die Schweiz ist das Herz der Alpen. Von oben wirkt sie so vielgestaltig wie ein kleiner Kontinent. Das Verhalten von Steinböcken wird im Schweizerischen Nationalpark erforscht, dem ältesten der Alpen. Extremsportler sind genauso anzutreffen wie Genussmenschen. Am Lago Maggiore interpretiert ein Koch traditionelle Rezepte neu. Die Flugroute beginnt im Engadin und führt auf die Südseite der Alpen, ins sonnenverwöhnte Tessin. Nach einem Abstecher in die Gletscherwelt der Zentralschweiz endet sie schließlich am Zürichsee. Die Alpen sind das Dach Europas. In den Bergen des Engadin, unweit der Grenze zu Italien und zu Österreich, verbirgt sich eines der schönsten und mächtigsten Eisfelder der Schweizer Berge. Der Mortaratsch-Gletscher. Er beginnt am Piz Bernina, in einer Höhe von 4000 Metern, und endet erst 2000 Höhenmeter tiefer, unweit des Bernina-Passes. Mit seinem schroffen Eispanzer und seiner 6 Kilometer langen Zunge wirkt er wie ein Fabelwesen. Ein Labyrinth aus Eis, mit gefährlichen Spalten und undurchdringlichen Höhlen. Der Inbegriff alpiner Erhabenheit. Aber auch ein Beispiel für die Verwundbarkeit der Alpen. Seit Beginn der systematischen Beobachtungen im Jahr 1878 hat der Gletscher 2,2 Kilometer an Länge eingebüßt, bedingt durch die Klimaerwärmung. Im Engadin lebt auch ein Großwild der Alpen, der Steinbock. Er ist das Wappentier des Kantons Graubünden und ein Überlebenskünstler. Die kargen Grasflächen oberhalb der Waldgrenze reichen ihm. Bis zu 20 Tiere leben in einem Rudel. Der Glaube der Menschen an die Heilwirkung seines Horns wurde dem Steinbock zum Verhängnis. Bereits um 1650 verschwand er aus dem Alpenraum. Durch gezielte Wiederansiedlung leben wieder ca. 300 Steinböcke im Schweizerischen Nationalpark im Kanton Graubünden. Er wurde 1914 gegründet und ist bis heute der einzige der Schweiz geblieben. Hier arbeitet Seraina Kampel-Andri als Wildbiologin. Mein Vater ist Jäger. Ich bin da schon von klein auf immer mitgegangen. Und die Tiere haben mich fasziniert. Wie sie sich aufhalten, was sie machen, wie die Rudel zusammengesetzt sind. Also es ist einfach so, dass wenn man im Engadin aufwächst, dann kommt man automatisch mit den Huftieren in Kontakt. Je wärmer es wird, umso mehr ziehen sich die kälteliebenden Tiere in höhere Lagen zurück. Sie aufzuspüren, wird dann für Seraina zunehmend schwer.
Die Wildbiologin kontrolliert die Bestände. Wenn im Frühsommer die Jungtiere zur Welt kommen, üben sie schon die Rangkämpfe, die später zwischen den erwachsenen Böcken häufig stattfinden. Steinböcke teilen sich ihren Lebensraum im Nationalpark mit Rotwild und Gämsen. Wie viele Steinböcke die alpine Wildnis verträgt, will sie Rainer untersuchen. Sie arbeitet mit den Parkwächtern zusammen. Wenn wir nun Steinböcke markieren wollen, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass man sich in sehr steiles Gelände sich begeben muss. Die Tiere kommen nur im steilen Gelände vor. Und natürlich, was man auch nie vergessen darf, es sind einfach wilde Tiere, die kann man nicht einschätzen, wie sie sich verhalten. In einem Talkessel in knapp 2000 Metern Höhe haben die Parkwächter eine Falle aufgestellt. 4 Tage mussten sie warten, bis ein Tier hineinging. Der Steinbock konnte dem Salzköder in der Falle nicht widerstehen. Salz ist für die Tiere lebenswichtig und in der Höhe rar. Nachdem er betäubt wurde, bleiben sie Rainer und den Parkwächtern rund 40 Minuten Zeit, um ihn zu untersuchen. Was wir als allererstes noch machen, wenn das Tier narkotisiert ist, sind eigentlich die Augen zu verbinden. Sobald die Steinböcke nicht sehen, dann beruhigt sich das Tier extrem. Also das merkt man am Puls und am ganzen Tier selber spürt man, dass es sich all die Sachen, die wir machen, über sich ergehen lässt. An den Hörnern kann sie Rainer ablesen, dass der Bock 6 Jahre alt ist. Diese Blutproben muss man zentrifugieren zum Teil muss man aus diesen Blutproben einen Abstrich machen. Da schaut man zum Beispiel, ob das Tier krank war, ob irgendwelche Tierkrankheiten vorhanden sind. Und von diesen ganzen Proben wird auch das Serum aufbewahrt. Also man hat dann von jedem Tier auch so eine DNA-Probe. Anhand der genetischen Fingerabdrücke verschaffen sich die Parkwächter Informationen über die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Population. Mit Hilfe der Sender wissen sie, wie sich die Tiere bewegen und wo ihre Sommer- und Wintereinstände sind. Langsam erwacht der Bock aus der Narkose. Den Forschern bleiben nur noch wenige Minuten. Im Schweizerischen Nationalpark haben Steinböcke keine natürlichen Feinde und dürfen nicht gejagt werden. Den Bestand regeln vor allem harte Winter. Zernetz, das Tor zum Schweizerischen Nationalpark, liegt an der Schwelle vom Ober- zum Unterengadin. Von hier aus führt die Flugroute weiter. Die Dreiländerspitze, ein 3000er in der Silvretta-Gruppe, markiert den Grenzpunkt zwischen dem schweizerischen Kanton Graubünden und den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Zugleich stellt sie eine wichtige Klima- und Wasserscheide dar. Zu ihren Füßen verläuft das Inntal. Es war seit je einer der wichtigsten Verkehrswege der Alpen.
war immer Grenzland und Transitland zugleich. Über Jahrhunderte bildete das Unterengadin einen Zankapfel zwischen Österreich und der Schweiz. Zahlreiche Burgen künden von seiner turbulenten Geschichte. Wie zum Beispiel das fast 1000 Jahre alte Schloss von Tarasp. Tarasp stand bis 1803 unter österreichischer Hoheit. Hier gibt es noch eine der wenigen Zwergschulen der Schweiz. Zwei Lehrerinnen unterrichten Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse. Eine davon ist Aglaja Gallmann-Josti. Ich finde es wichtig, wenn die Kinder zu Fuß zur Schule kommen können, wenn sie in ihrem Dorf zur Schule gehen können und nicht viermal im Tag in eine andere Schule transportiert werden müssen. Ich denke, wenn man im Dorf zur Schule geht, dann bildet man eher auch Wurzeln zu dem Dorf und gibt vielleicht auch dem sozialen Leben im Dorf mehr Inhalt. Aglaja Gallmann-Josti unterrichtet in Tarasp seit 19 Jahren. Unsere Schule ist eigentlich eher sehr klein. Also dieses Jahr sind wir 16 Schüler im Gesamten. Und ich unterrichte zum Teil die 4. bis 6. Klasse, habe aber auch Lektionen in der 1. bis 3. Klasse. Also ich kann auch variieren, ich bin nicht nur auf eine Klasse angewiesen. Die Schüler leben verstreut über 10 Ortsteile. Der Unterricht findet in 2 Sprachen statt. Auf Deutsch und auf Valada. Einer der 5 Varianten des Rätoromanischen. Und die Nedo. Und die Frederik. Und die Juri. Also ich möchte ihnen eigentlich vermitteln, dass sie gerne zur Schule kommen, dass sie auch Respekt haben voneinander, wirklich eigentlich auch die Liebe zum Mitmenschen, dass sie einander respektieren, dass sie sich nicht streiten, dass sie lernen, aufeinander zu hören, aufeinander auch zuzugehen. Wirklich so, ja, die zwischenmenschliche Basis auch. In der Klasse können Sie prenden, eine Lehre, ihr schreiben, Nummer finden. Das ist schwierig. Valada sprechen nur noch rund 5000 Menschen in Graubünden. Cinci adude, scolvene finci avant. Fna. Fna. Es schafft Identität. Also wir kämpfen auch um unsere Sprache. Wir kämpfen, dass wir genau gleiche Rechte haben, unsere Lehrmittel in unsere Sprache zu bekommen, wie die deutschsprachigen oder wie italienischsprachige Kinder. Auch Bruchrechnen sieht in der Bergschule anders aus. Mit der Pausenmahlzeit, die geteilt wird. Dreißig Minuten Bewegung zusätzlich zum Tonunterricht gehören in Tarasp ebenfalls zum Lehrplan. Es gibt 5 Zwergschulen im Kanton Graubünden. Die Lehrerin ist optimistisch, was die Zukunft der Schule von Tarasp angeht. Denn neben Schweizer Kindern besuchen auch die Kinder von Zuwanderern aus Portugal, Deutschland und Kroatien die Schule. Auf der Nordseite des Inntals liegt das Nachbardorf Tschlin. Hier haben die Bewohner eine Kooperative gegründet, über die sie ihre Naturprodukte verkaufen. Dazu gehört auch Bergbier. Also das Besondere ist, dass man hier Braugerste anbaut in diesen Höhenlagen. Bedingung für den Landwirt ist, dass der Acker über 1000 Meter liegt. Aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Höhe hat das Korn relativ späten Vegetationszeitpunkt im Jahr, aber die Reifezeit, die erstreckt sich sehr lange, bis in den Spätsommer hinein. Marc Florian Geier kam vor 7 Jahren aus Deutschland hierher. Jetzt ist er der Braumeister von Tschlin.
Ich denke, dass die Gerste im Zusammenhang mit den anderen Rohstoffen, dem sehr guten alpinen Quellwasser, das hier zum Brauen verwendet wird, dass das maßgeblich eigentlich für den speziellen feinen Geschmack vom Tschliner Bier, was das ausmacht. Mir in der Kleinbrauerei sehr gut gefällt, dass ich das nicht irgendwo nur einen Leitfaden habe, an dem ich mich halten muss, sondern ich kann mir wirklich überlegen, was könnte ich Neues brauen, was könnte ich, welche Rohstoffe könnten zusammenpassen. 70.000 Liter Bier werden jährlich abgefüllt. Die Brauerei ist der einzige Abnehmer für das Berggetreide. Sie wurde in einem alten Bauernhaus eingerichtet. Der gelernte Brau- und Melzmeister kümmert sich um alle Arbeitsschritte selbst. In der Schrotmühle wird das frische Malz gemahlen. Ich kann wirklich ein Produkt erzeugen und das von den Rohstoffen eigentlich bis zu dem Moment, wo ich Degustationen habe, wo ich Führungen habe, wo ich mit Leuten in Tschlin ein Bier trinke, das Produkt, das Bier begleiten. Längst hat das Tschliner Bier auch in St. Moritz Kultstatus erlangt. Marc Florian Geier arbeitet mit klassischer Gärung, bei der das Bier 4 bis 5 Wochen lang Zeit hat zu reifen. Es ist Hefe drüben, es werden Eiweiße, die sich gebunden haben, die werden mit abgefüllt. Und das sind alles Geschmacksträger, die ein Bier vollmundig und süffig machen. In der Vergangenheit habe ich Biere gebraut, wie zum Beispiel mit frischem Ingwer. Jeden Winter produziere ich ein dunkles Doppelbock, ein Starkbier. Mit Schliner Berghonig wird der gebraut. Und auf die Sommermonate hatte ich jetzt schon zweimal ein Bier mit Goldmelisse gebraut. Und diese Goldmelissenblüten geben dem Bier einen ganz frischen, fruchtigen Charakter. Unter der Dachmarke Bun Tschlin, Gutes aus Tschlin, verkauft das Dorf neben dem Bier auch Bergkäse, Bündnerfleisch, Marmeladen und Liköre. Die Reise führt in den Westteil des Kantons, nach Juf. Auf dem Weg liegt der Piz Bernina. Der Bernina Express ist ein technisches Wunderwerk. Diese 100 Jahre alte Linie zählt als Industriedenkmal zum Weltkulturerbe. Ganzjährig durchquert sie Graubünden mit Güter- und Personenzügen. Auf ihrer 150 Kilometer langen Strecke überwindet sie zahlreiche Hindernisse. Pässe und Schluchten, Gletscher und Sturzbäche, Gebirge und Engstellen. Um am Ende den 2300 Meter hohen Bernina-Pass zu erklimmen. Zu Füßen des Bernina-Massivs liegt Sils, bekannt als Wahlheimat des Philosophen Friedrich Nietzsche. Er identifizierte sich mit dieser Landschaft und verbrachte mehrere Sommer hier. Am Silser See entstand der zweite Teil seines Werks, Also sprach Zarathustra.
Vom Silser See geht es über das Bergell in eine der abgelegensten Regionen Graubündens, ins Tal von Avers. Und zwar mit einem Verkehrsmittel, das für die Schweiz genauso prägend ist wie die Bergbahnen. Mit dem Postbus. Am Steuer sitzt Dolly Men. Ich fahre eigentlich viel lieber mit dem Bus als mit dem Privatauto, weil da denke ich, da sitze ich fast am Boden und sehe nichts. Im Bus, da sieht man alles viel besser und man kann alles viel besser einschätzen. Dolly Men ist in Juf geboren. Die höchste ganzjährig bewohnte Siedlung Europas liegt auf 2100 Metern. Eine abenteuerliche Bergstraße führt hinauf. Zwei Dutzend Menschen leben in Juf. Vor allem für sie fährt der Postbus. Busfahrerin bin ich geworden aus ganz einer einfachen Sache. Als ich so etwa 35 war, hatte ich ein bisschen genug von der Büroarbeit. Und dann dachte ich, ach, Carfahren, das wäre es doch noch so ein Traumberuf, oder? Über 2000 Postbusse erschließen noch die entlegensten Täler der Schweiz. 1984 war Dolly Men die erste Frau des Landes, die einen Überlandbus fuhr. Dolly Men ist viel herumgekommen, beruflich wie privat. Trotzdem hat sie ihrem Heimatdorf immer die Treue gehalten. In Juf hat sie sich den ehemaligen Kuhstall der Familie zum Wohnhaus umgebaut. Im Sommer ist es ein Ort, nach dem man sich sehnt. Im Winter jedoch ein nur schwer bewohnbarer Außenposten. Wenn wir Pech haben, dann ist es vielleicht schon Anfang September bis dann Mai, Juni, halt Winter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die nicht hier aufgewachsen sind, ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich persönlich finde das Einsame hier in Juf auch ganz speziell. Und ich liebe das natürlich auch, weil die Naturverbundenheit, das gibt einem so viel, man kann hier auftanken, hier ist die Ruhe und für mich ist das überhaupt kein Problem. Die Bergstraßen, auf denen Dolly Men mit ihrem Postbus fährt, gehören zu den höchstgelegenen der Schweiz. Eine der ältesten Routen der Region ist der San Bernardino-Pass, der Graubünden mit dem Tessin verbindet. Schon zu Zeiten der Römer verlief hier ein Alpenübergang. Von Juf geht es das Hinterrheintal hinauf zum San Bernardino. Und dann hinab in südliche Gefilde bis zum Lago Maggiore. Bellinzona, die zweitgrößte Stadt des Tessins, empfängt den Besucher mit mildem Klima und italienischem Flair. Und mit einer Reihe von Burgen, die einst die Hauptrouten zu den Alpenpässen von Süden her kontrollierten.
Vor der Einmündung in den Lago Maggiore wird der Fluss Verchasca von einer 220 Meter hohen Mauer aufgestaut. Besonders Wagemutige stürzen sich in die Tiefe. Moderne Kur- und Ferienorte wie Morcote prägen das Bild am Luganersee. Einst war der Ort ein wichtiger Warenumschlagplatz auf der Route zwischen dem Tessin und Norditalien. Der Lago Maggiore zog bereits in den 1920er Jahren Künstler und Philosophen an. In den 60er Jahren machte er dann als Treffpunkt des Jetsets von sich reden. An seinem Nordufer liegen Locarno und Ascona. Direkt am Lungo Lago, der Seepromenade von Ascona, führt Ivo Adam ein Restaurant. Seine Leidenschaft gehört dem Angeln. Man muss zurück zu der Wurzel. Der Ursprung muss man respektieren und kennen von einem Produkt, von einem Lebewesen, von einem Fisch, dass man ihn auch mit der gewissen Respekt zubereiten kann. Mit knapp 200 Metern über Meereshöhe bildet der Lago Maggiore den tiefsten Punkt der Schweiz. Er wird vom Fluss Tessin durchflossen, der dem Kanton den Namen gab. Die Fischerei ist bis heute ein wichtiger Erwerbszweig. Einen großen Teil meiner Lebensmittel schöpfe ich aus der Region. Man muss sich das vorstellen wie ein Film, wie ein Krimi. Man hat immer einen Hauptdarsteller und zwei oder drei Nebendarsteller. Und so kreiere ich eigentlich meinen Teller aus der Region und mit der Region. Ivo Adam fügt traditionellen Rezepten neue Zutaten hinzu, um die Tessiner Gerichte auf seine Weise zu interpretieren. Ascona, der Monte Verita, ist eine Art Kraftort. Und ich denke, wenn ich neue Kreationen mir ausdenken darf oder muss, einmal im Monat, dann ziehe ich mich gerne ein bisschen zurück und mache ein bisschen Sport. Dann kann ich ein bisschen durchlüften. Und das brauche ich auch, um abzuschalten und wieder neue Energie oder neue Kreativität zu tanken. Der gebürtige Bieler ist mehrfacher Kochweltmeister und im Restaurant Seven der Küchenchef. Ich bin ein minimalistischer Perfektionist. Das heißt, Geduld gehört natürlich auch in das Spiel. Polenta ist sehr typisch für das Tessin. Man nehme Zuckermais, lässt das trocknen, malt das und dann wird es gekocht. Eigentlich ein armes Essen. Und ich versuche immer, die Grundform beizubehalten. Das heißt, das ist die Maiskolbe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt mit dieser Maiskolbe zu spielen. Es gibt ihn frisch, es gibt ihn getrocknet, es gibt ihn gemahlen als Pulver und flüssig. Und dementsprechend kreiere ich dann rund um diesen Mais, das Thema Polenta, greife ich neu auf und kombiniere es dementsprechend ein bisschen neuzeitlich und ein bisschen frech.
Seine Menüs sind eigenwillige Begegnungen zwischen der schweizerischen und der italienischen Küche. Ich bin der Meinung, man kann als Künstler, der sich selbst verwirklicht, auch nur 100% aufs Teller bringen, wenn das Umfeld und auch das Team stimmt. Und am Lago Maggiore von meinem Restaurant aus die Sicht auf den See mit den Palmen, was gibt es da Schöneres? In einem weiten Bogen geht die Reise weiter. Vom Tessin ins Hinterrheintal. Vorbei an den drei berühmtesten Gipfeln der Schweiz. Eiger, Mönch und Jungfrau. Hier entstand Anfang des 19. Jahrhunderts das romantische Bild der Schweiz als eines alpinen Arkadiens. Hier nahm der Bergtourismus seinen Anfang, mit betuchten Gästen aus England, Deutschland und Frankreich. Aus dieser Perspektive ist sie selten zu sehen. Die Nordwand des Eiger. Mit einer Länge von bis zu 4 Kilometern zählt die Kletterroute durch die Wand zu den längsten und herausforderndsten der Alpen. Die Gefährdung durch Steinschlag und Lawinen ist groß. 1938 wurde die 1650 Meter hohe Steilwand das erste Mal bezwungen. An einer exponierten Stelle auf dem Nordostgrat steht die Mittellegi-Hütte. Für viele Kletterer ein überlebenswichtiger Stützpunkt am Berg. Auf der Südseite des Jungfraujochs vereinigen sich mehrere kleinere Gletscherfelder zum großen Aletsch, dem mit 23 Kilometern längsten Gletscher der Alpen. Vom Observatorium aus geht der Blick weit hinunter in das vom Gletscher ausgefüllte Tal. Die 80 Jahre alte Stern- und Wetterwarte ist ein technisches Denkmal der Alpen. Sie liegt 3570 Meter hoch und ist die höchste ständig bemannte Station Europas. Aus der Luft ist die markante Pyramidenform des 4100 Meter hohen Mönch erkennbar. Für passionierte Bergsteiger ist er ein Muss. Die am häufigsten begangene Route, der Normalweg, führt über den Ostgrat. Nach Osten zu, in Richtung Gotthard und Bergell, werden die Berge allmählich niedriger. Ewiges Eis weicht der klassischen alpinen Kulturlandschaft. Mit Almweiden, Berghöfen und größeren Dörfern in den Tälern.
Die Beweidung hält die Landschaft offen und bildet die Basis für die Existenz der Bergbauern, auch auf der Alp Nocera. Der Name bedeutet ursprünglich Ort, wo die Bären hausen. Im Hinterrheintal wird noch eine alte Tradition der Almhirten gepflegt, das Tiberspiel. Mit diesem Blasinstrument verständigten sich die Graubündner Hirten früher über große Entfernungen hinweg. In der Gemeinde Ander hat Marcel Bass seine Werkstatt. Er ist einer von wenigen, die die Kunst des Tiberbauens noch beherrschen. Die Tiber ist eigentlich ein Signalinstrument. Und ganz früher auf der Alp, da gab es ja auch kein Telefon. Und dann haben die Hirten mit den Bauern abgemacht, wenn wir am Abend oder am Mittag, wenn wir was spielen, da haben sie eine Melodie abgemacht, wenn wir was spielen, dann müsste ich hochkommen, dann ist was passiert. Marcel Bass ist gelernter Spengler und Dachdecker. Er bevorzugt Blech als Werkstoff. Historische Vorgaben für den Bau gibt es nicht. Früher wurden Tibas aus Holz gefertigt. Weißblech ist am besten, weil Weißblech am besten tönt. Das, beim Verarbeiten gibt es eine Spannung drauf. Und das braucht ja ein Instrument, eine Spannung, und darum tönt das auch am besten. Und je genauer dass man arbeitet, desto besser tönt zuletzt die Tiber. Rund 4 Stunden braucht er für den Bau eines Instruments. Die Töne hört man in einer Entfernung von 8 Kilometern. Die Hirten von heute verständigen sich längst mit Mobiltelefonen, sodass Marcel Bass seine Tibas in erster Linie für Musiker baut und für Liebhaber wie ihn selbst. Menschen, die das Zusammenspiel von Hörnerklang und Berglandschaft genießen. Man braucht ziemlich viel Luft für Atem zum Tiberspielen. Und man kann nicht stundenlang spielen, sondern die Stücke, man spielt kurz eigentlich die Tiber. Marcel Bass spielt gerne in der Via Mala, einer tiefen Schlucht des Hinterrheins, deren Wände den Klang der Tibas als Echo wiedergeben. Vor allem in der südlichen Schweiz haben neben den Kühen auch die Ziegen eine wichtige Rolle in der Almwirtschaft inne. Die Ziege gilt seit je als die Kuh der kleinen Leute und kommt auch in kargem und steilem Gelände gut zurecht. Die Route führt in Richtung Flims, wo Hinter- und Vorderrhein zusammenfließen. In der Kette der Tschingelhörner klafft das Martinsloch. Ein natürliches Felsenfenster von 15 Metern Durchmesser. Es ist vor vielen Jahrtausenden durch einen Felssturz entstanden und sorgt im Berg bei entsprechendem Sonnenstand für besondere Lichteffekte.
An den Gesteinsschichten kann man einen Querschnitt durch die Erdkruste erkennen. 250 Millionen Jahre altes Verrucano-Gestein liegt über 35 Millionen Jahre altem Kalkgestein. Die Tschingelhörner sind ein beliebtes Kletterrevier. Neben Alpin- und Freikletterern kann man hier gelegentlich auch ganz besondere Sportler bestaunen. Auf einem leicht gespannten Seil vollführen sie ihre Balanceakte über dem Abgrund. Man muss sich einschätzen können, wie viel traue ich mir zu und wie viel nicht. Und daher befasst man sich mit dem Berg auch und mit dir selbst. Man muss zuerst einmal zu sich selber finden, bevor man diese dünne Line laufen kann. Walk the line. Gian Zebregondi ist in und mit den Bergen aufgewachsen. Zunächst sucht sich Gian in der Wand eine geeignete Stelle, um die Slackline zu spannen. Natürlich soll sie möglichst spektakulär gelegen sein. Aber zugleich muss er das Seil mit dem Bohrer so sicher wie möglich im Fels verankern können. Vor 6 Jahren fing alles an. Während eines Urlaubs, als er beim Zelten eine Leine spannte, gerade mal 80 cm über dem Boden. Heute sind es 200 Meter. Dieser erste Schritt ist sehr wichtig, denke ich, weil du hältst dich noch irgendwo fest oder du stehst noch auf festem Boden und dann suchst du diesen Fixpunkt und versuchst einfach alles rund um dich herum abzuschalten. Und dann irgendwann spürst du das innerlich, jetzt ist die Zeit gekommen und dann setzt du an und die Muskulatur spannt sich und du bewegst dich. Nur ein dünnes Seil sichert den Sportler. Ich denke, das, was das Highlinen ausmacht, das ist so diese Ruhe in sich. Aber trotzdem bist du völlig exponiert. Du hast hunderte Meter unter dir. Und das ist pure Konzentration. Und ich glaube, es sind diese Sekunden, die so lange scheinen. Slacklinen oder Highlinen. Balanceübungen auf dem Seil gehören seit je zum Repertoire von Artisten. Doch erst seit Kletterfreaks diesen Nervenkitzel für sich entdeckten, hat er auch in den Bergen Einzug gehalten. Du benötigst eine bestimmte Muskulatur, die sitzt im Rücken und du musst zuerst diese Muskulatur trainieren, dass sie diese Schwingungen ausbauen kann. Als begeisterter Kletterer bringt Gian gute Voraussetzungen mit, um auf dem 3 cm breiten Seil über dem Abgrund zu laufen. Man darf einfach nie einen schweren Fehler machen. Es gibt keine Fehler. Und ich denke, das ist auch etwas, das einen gewissen Reiz an der ganzen Sache ausstrahlt. So. Man muss einfach alles immer im Griff haben. Von Flims aus führt der Flug hinüber über die Glarner Alpen zum Zürichsee.
Etwa auf halber Strecke liegt der Vierwaldstätter See. Wie Fjorde ragen seine vielen Arme tief hinein ins Gebirge. Gletscherflüsse schwemmen Sedimente aus. Seiner Lage wegen ist er einer der bekanntesten und beliebtesten Seen der Alpen. Dann geht es hinüber zum Zürichsee. An seiner Nordspitze breitet sich die größte Stadt der Schweiz aus, Zürich. Geschaffen von den Gletschern der Eiszeit, wirkt der Zürichsee heute wie eine ideale Verbindung von Stadt und Natur, von Mensch und Gebirge. Er hat Trinkwasserqualität. Auch für die Performerin und Jodelkönigin Erika Stucki wäre Zürich ohne den See nicht vorstellbar. Jemand, der sich mit Jodels beschäftigt, der in Afrika Jodels hört oder der in Schweden den Jodels nachgeht, der wird hören, dass es ein Mix ist von einem Jutz, von einem Zäuerli, einem Schweizer Einschlag, aber es hat ganz eindeutig auch so Cowboy-Ecken drin und Kanten. So, yeah, io, ole, io, ole, und der Schweizer dann eher mit dem diese tiefen. Wieder anders als die Österreicher, die mit dem dieses sportliche, schnelle Jodeln. Der Schweizer Jodel ist trauriger, bluesiger, suizidaler, schwerer. Erika Stucki liebt die Verwandlung. Für ihre Kunst verzichtet sie selbst auf eine Einordnung. Erika Stucki hat Schweizer Vorfahren. Schon ihr Großvater war nach Amerika ausgewandert und auch die Eltern. Sie wurde in Kalifornien geboren und kam als junges Mädchen zurück ins Wallis. Seither ist sie in beiden Welten zu Hause, der amerikanischen wie der schweizerischen. Auch künstlerisch verbindet sie Elemente beider Kulturen. Immer eigenwillig, kreativ und wagemutig. Als Neunjährige kam ich am Zürcher Flughafen an und musste dann ziemlich schnell lernen, dass man in der Schweiz nicht spricht, wenn die Erwachsenen sprechen. Man faltet die Hände in der Schule, man gestikuliert nicht wild rum. Man sagt dem Lehrer nicht du, man sagt dem Lehrer sie. Ich musste sehr schnell mich anpassen und auf eine Art hat es Spaß gemacht, auf die andere Art fühlte ich mich schon ein bisschen zurückgestutzt. Meine Flügel wurden hier schon gestutzt. Erika Stucki spielt mit den Stereotypen. Sie nimmt akustische Einflüsse von überall auf, verwendet Jazz- und Country-Musik, ebenso wie schweizerische Heimatklänge. Und auch die Requisiten für ihre Performance fertigt sie selbst. Das ist wahrscheinlich auch schlussendlich die Essenz von einem Musiker, dass er halt die Ohren offen hat und wenn er ein Baby schreien hört, geht er dem nach, oh, wie macht das Kind das mit der Zunge und woher kommt denn dieser Ton? Weil man mit offenen Ohren durch die Welt geht, packt man halt nicht vielleicht Souvenirs ein, sondern Sounds.
Tundero,